Willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute schauen wir uns in einem neuen Replay das Microprose-Spiel Task Force 1942 an. Ja, 1942 wurde 1992, also zum 50-jährigen, könnte man fast sagen, der Pazifik-Offensive oder das, was das Spiel repräsentieren soll, veröffentlicht. Von Microprose Inc. ist eine strategische Simulation mit einigen Action-Elementen, wie das damals so üblich war und wie wir auch schon von zum Beispiel M1 Tank Platoon kennengelernt haben. Ich hatte mir vorgenommen, so ein bisschen mehr über die Geschichte des Spiels und so zu erzählen, worum es geht. Das will ich nur kurz abhandeln, das schauen wir uns dann in den einzelnen Replays nochmal genauer an. Es geht halt um den Pazifikkrieg bzw. um die Guadalcanal-Offensive. Im Großen und Ganzen befehligt man eine Flotte. Es hat auch ein bisschen was mit Landstreitkräften zu tun und sowas, aber die muss man nur supplyen, also da kann man selber nicht taktisch eingreifen. Das Ganze wurde, glaube ich, designt und entwickelt. Also die Treiber dabei waren Lawrence Schick und Ed Fletcher. Das ist ganz interessant, weil Lawrence Lawrence Schick hat relativ viele Simulationen gemacht. Der hat angefangen, den Projektlead zum Beispiel bei Silent Service zu übernehmen, Airborne Ranger, Sword of the Samurai, Bloodnet, Global Conquest und natürlich auch Task Force, hat so ein bisschen bei F-15 dann noch mitgemacht, bei Covert Action und ist dann über ein paar viele Umwege mehr oder weniger bei Bethesda gelandet und ist jetzt der Lead Lore Master, zumindest war das 2014, für Elder Scrolls Online. Also der hat eine relativ lange Karriere in der Spielebranche hinter sich, was ja vielleicht auch nicht ganz so üblich ist. Von Ed Fletcher gibt es nicht mehr ganz so viel. Der hat dann noch unterschiedliche Produkte für Microprose gemacht, Pacific Air War, dann ein paar Sachen, Add-ons, die Gold oder das Szenario davon. Er hat ein paar Hockeyspiele vorher gemacht, hat später dann noch Axis and Allies programmiert. Das ist ja auch ein Spiel, was mehr so in die Strategierichtung geht, Brettspielumsetzung, Hasbro, und hat dann das letzte, was mir zumindest bekannt war, das Battleship Surface Thunder 2000, das war auch dann für Hasbro, aber das war schon ja mehr so eine Action-Geschichte, was dann auf dem Battleship, wie heißt das denn, Schiffe versenken, beruhte. Das war halt Schiffe versenken mit Action irgendwie. Ich kann mich dann damals nur an die Tests erinnern, aber er hat auch eine bewegte Programmierungsgeschichte hinter sich. Angefangen, glaube ich, bei F-117, 688 Subattack, dann Task Force, okay, NFL, Coach Football, das kenne ich nicht. Dann muss er ja kurz irgendwie in die Sportschiene, sage ich mal, abgerutscht sein. Ich glaube, dass dieses NFL Coaches Club Football, ich glaube, das ist hier auch gar nicht erschienen, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber in Sportspiele war ich sowieso nicht, und hat dann die 1942 Geschichten gemacht, Pacific Air War und Task Force. So, ja, ich glaube, das wäre erstmal alles. Insgesamt zu dem Replay will ich noch kurz sagen, also das ist so ein bisschen wie bei Red Storm Rising. Ich habe es früher gespielt, aber auch damals schon nicht so richtig gewusst, was man eigentlich macht, und eigentlich wollte man immer nur auf den Knopf drücken und sehen, wie die riesigen Kanonen schießen.
Wir versuchen das Ganze jetzt mal noch ein bisschen anders anzugehen. Also es hat ungefähr drei Ebenen, würde ich sagen. Das Red Storm Rising hat ja nur zwei, eine strategische und so eine Simulationsebene. Hier gibt es eine Ebene, wo man quasi das Schiff kommandiert, dann eine Ebene, wo man den Verband kommandiert oder die Taskforce kommandiert, und dann gibt es noch die Ebene, in der man quasi eine ganze Kampagne kommandiert, und da werden wir uns dann durcharbeiten. Da muss ich auch viel in das Handbuch gucken, was wir jetzt gleich noch lesen sehen werden. Da muss ich ein bisschen was lesen, und ich weiß nicht, ob ich da den üblichen Zeitrhythmus für Veröffentlichungen einhalten kann. Das werden wir dann einfach sehen, wie ich das hinkriege. Und da bin ich natürlich dann auch gespannt, ob ihr das gespielt habt und ob ihr da vielleicht ein paar Tipps für mich habt. Aber schauen wir uns einfach mal das die Verpackung an, das Verpackung, die Verpackung an. Fangen wir an mit der normalen Verpackung. Also ich finde dieses Cover super. Wenn es da irgendwie, das scheint ja so ein Ölgemälde oder so zu sein, das würde ich mir auf jeden Fall in die Bude hängen. Auch die Rückseite finde ich ganz cool mit dieser Admiralsuniform. Da kommt schon so der Simulationsaspekt rüber. Erinnert mich so ein bisschen an die Verpackung von Aces. Ja, hinten, da hole ich, das hole ich gleich nochmal ran, aber sieht schon sehr simulationslastig aus. Da kann man jetzt nochmal sehen, übernehmen Sie Kommando auf amerikanischer oder japanischer Seite. Stimmt, das hatte ich noch nicht erwähnt. Hunderte von Kriegsschiffen, also naja, hunderte von Kriegsschiffen. Na, wer will, kann sich das ja nochmal durchlesen. Das sind hier die üblichen Schuber, die es bei MarcoPros zu dem Zeitpunkt gab, die von außen so nochmal so eine extra Schutzhülle hatten. Ja, da sind ein paar Disketten und fünf Disketten, glaube ich, fünf Disketten drin. Und ja, mit meinem Trick, wer das sehen will, kann sich da nochmal in den Rewares angucken. Habe ich die Verpackung gefixt. Genau, fünf Disketten. Und ich packe die ja immer in diese kleinen Schutzhüllen ein, so dass die da nicht irgendwie Feuchtigkeit ziehen können oder sowas. Aber naja, muss jeder selber wissen. Dann ist da noch die Pazifik, Südpazifik-Karte dazu. Ich bin mir jetzt nicht sicher und ich habe auch nichts darüber herausgefunden, ob das jetzt eine sonderlich authentische Karte ist oder nicht. Also, wenn man hier mal reinguckt, dann ist es schon echt schwer, die zu lesen, die Namen. Es geht zwar, man braucht viel Fantasie, um die Namen zu lesen, aber es ist jetzt keine Karte, wo ich sagen würde, da würde ich den Pazifikkrieg mitführen. Ist vielleicht aber auch nur der Druck. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass die dabei ist. Nicht, dass man sie jetzt wirklich bräuchte. Dann das übliche, ja, Kurzbegleitheft von MicroProse, wo man halt nochmal alles Wichtige auf einen Blick sieht. Dann gibt es noch diesen Flyer dazu, der quasi die Tastaturbelegung darstellt. Da sind jetzt nicht so viele Tasten, wird ja auch viel mit Maus gemacht. Und den üblichen, was, welche Tasten, ja, das kennen wir ja jetzt auch schon zu Genüge, haben wir ja in jeder MicroProse-Verpackung gehabt. Dann das Handbuch, wieder mit dem klasse Cover da vorne, aber es ist nicht ganz so dick, wie man das von MicroProse auf den ersten Blick gewöhnt ist. Nein, es ist auf den ersten Blick nicht ganz so dick, wie man es von MicroProse gewöhnt ist. Hat aber die ersten, na, ich würde schon fast sagen, zwei Drittel. Hier sieht man auch nochmal den Inhalt. Die ersten zwei Drittel des Buches gehen halt wirklich um die Steuerung und wie man mit den verschiedenen Stationen und Ebenen sich, ja, wie man sich damit arrangiert, dass man das überhaupt irgendwie versteht. Es ist alles gar nicht so einfach. Es ist ein sehr komplexes Spiel, wie ich finde. Oder auf den ersten Blick zumindest sehr komplex. Später geht es dann noch mal darum, welche historischen Schlachten man hat und was das für Auswirkungen hat. Es geht darum, was sind Kreuzer, was sind Schlachtschiffe, wofür sind die gut. Also hier wird dann nochmal so ein bisschen der historische Hintergrund erklärt. Das sieht auf dem ersten Blick nicht viel aus, ist dann aber doch eine ganze Menge. Das sind irgendwie auch fast 100 Seiten. Dazu kommt dann noch dieses coole, das fand ich eigentlich ganz cool, Identifikationsbuch. Das ist zum einen natürlich, ja, die japanische, genau, das ist zum einen natürlich die Codeabfrage, aber es ist auch die Einheitenklassifikation, sodass man das nochmal nachlesen kann, gegen welche Einheiten man da überhaupt kämpft und was deren Vorteile und Nachteile sind. Das gibt es von beiden Seiten, genau, einmal für die japanische Marine und einmal für die amerikanische Marine. Da sind dann natürlich immer die Gegner drin abgebildet. Ja, und das wäre im Großen und Ganzen alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich aufs Replay. Bis zum nächsten Mal.